Hi, Ladies and Gentlemen, willkommen zu Let's Play Metroid Prime 1 auf Spielstufe Experte und natürlich immer noch 100%, zumindest der Versuch 100% zu machen. Ruinen der Chozo waren natürlich stehen geblieben. Starten war das Geschehen auch mal gleich. Ja. Und wo? Ja, Ruinen der Chozo. Und wir waren letztes Mal mit dem großen fetten Berg da am Kämpfen. Wo wir uns dann anschließend. Wo wir anschließend den. Dings, Spider-Ball bekommen haben. Genau. Und stimmt, die waren hier gestiegen. Und haben wir sogar letztens uns doch den Wave Buster geholt, so hieß der ja. Was? Was war jetzt gerade hier im Weg? Na egal. Diese Fledermäuse ist mal weg. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Hier in der Nähe gab's. Ja, können wir uns schon holen. Stimmt. Können wir uns holen. Aber nee, dann können wir. Nee, durch den Gravity Suit können wir. Gravity Suit können wir uns den dann nicht holen. Nein, okay, das ist hier eine dumme Idee. Okay, dann also doch nach oben, weil wenn ich schon da bin, dann möchte ich auch gerne alles haben. Nervige Pilze, die uns hier wieder im Weg stehen. Na! Oh, ja. Zwar ist kein Gift da unten, aber. So, diesmal falle ich nicht darauf rein, sondern beim ersten Mal. Ja, und die haben schön viele Missiles. Und da kleben natürlich noch mehr. Und jetzt haben wir einen Doppelsprung und wir können gleich da drauf. Gleich sind unsere Missiles schon wieder voll. Und das da oben habe ich sehr wohl gesehen. Der erwartet uns wie ein Missile-Container. Und jetzt können wir 80 tragen, oder? 80? 80? Richtig, 80, richtig. Und wir waren nun auf dem Weg zu unseren Eisbeam, zumindest glaube ich, dass das wir den holen können. Mit dem Eisbeam können wir Gegner einfrieren, ne? Ja, wie sich der Name schon anhört. Und da hier haben wir ja schon Vorarbeit geleistet. In Part Nummer 2 war das, glaube ich. Haben wir ja schon das Wasser abgesenkt und diese Plattform hier hochgenommen, sodass wir gleich sofort hier durch können. So müssen wir das jetzt nicht machen. Ja. So. Da gibt es einen Energietank, wenn ich mich recht erinnere. Allerdings. Oh nein, nicht mehr, bitte. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Und jetzt dürfen wir. Nein! Hier wollte ich gar nicht hin. Also war es unten. Kein Problem. Da lassen wir uns doch da einfach fallen. Geht doch viel schneller. So, und gehen dann hier hin. Und hier war aber was drin. So kommen wir nämlich in den Ofen rein. Ich weiß schon, was uns unser Computer sagen will. Er will uns sagen, örtliche Temperaturen abgeschlossen. Niedrige Temperaturen in der Ruinenstätte gefunden. Oder lokalisiert, oder was auch immer. Analyse abgeschlossen. Niedrige Temperaturen in der Ruinenstätte geortet. Okay, oder so. Also sind wir hier doch richtig. Wir erholen uns also jetzt als nächstes den Eisbeam. Und mir geht diese Info da oben ziemlich auf den Sack. Also müssen wir die hier mal kurz wegklicken. Seht ihr, Leute? Wir sind schon ganz nah dran. Okay, was heißt nah? Uns trennen höchstens noch 2-3 Räume. Das war knapp. Was war das denn gerade? Stehen hängen geblieben. Und hier unten krabbeln welche wieder ungeziefer rum. Gepanzerter Parasit. Richtig! Und die sind glaube ich auch mit ein bisschen weg, ne? Ah ne, stimmt gar nicht. Die kann man nur mit einem Morphball besiegen. Nur mit der Morphball. Ist da oben irgendwas? Müssen wir da überhaupt hin?
Weil ich sehe eine Menge Gegner da oben, aber irgendwie sehe ich da keinen. Aber egal, da können wir sowieso nicht hin ohne die Powerbombe. Darum hilft uns das herzlich wenig. Aufmachen. Und jetzt ist die Musik wieder weg. Jetzt haben wir die erste Musik von Norochosuin. Das müsste die Wandelhalle sein? Nee, Zugang zur Wandelhalle. Also. Große Wandelhalle. Hier haben wir es also. Früher sah das für mich auch immer aus wie ein Gegner da hinten, dieses Orange da. Irgendwelche grünen Schmetterlinge fliegen hier rum oder was auch immer das sein soll. Runter. Eine sehr große Halle. Aber keine Gegner. Was ein ziemliches Wunder ist. Und hier haben wir erstmal wieder eine Menge Dreck zu scannen. Hauptsächlich Chozo-Inschriften. Was wir brauchen, um unseren 100% Scan zu erreichen. Oh, da hier haben wir was mit auscordet. Müssen wir also wieder mit Supermissel wegspringen. Und hinter der Wand scheint etwas deaktiviert worden zu sein. Aktiviert worden zu sein. Kratz. Was war da drin, ne? Was war hier drin, ne? Was war da drin? Da geht's weiter. Okay, dann können wir uns hier wahrscheinlich nur ein Dings holen. Ein Missile-Container. Was? Da soll ich hoch? Ja, wenn's weiter nichts ist. Na, mal sehen, ob das was wird. Ja, sieht cool aus. Juhu! Außerdem ist dieses... ist diese Halfpipe da gut, sehr gut gewesen, um hochzukommen. Die war schön glatt sozusagen. Konnte man richtig wirklich im 90-Grad-Winkel nach oben hauen. Puff. Jetzt müssen wir also das gleiche nochmal machen, nur auf dieser Seite. Scheint's mir so. Yeah, Tony Hawk! Und ich weiß jetzt nicht, warum das nach Zeit geht. Weil, das war's jetzt schon. Ich weiß ehrlich nicht, warum die da so eine Zeit eingestellt haben. Und dieser ganze Aufwand für so einen lächerlichen Missile-Container. Ja. Aber wir wollen ja alles haben. Ich war der Meinung, es gibt insgesamt 255 Missiles hier in dem Spiel, die man maximal tragen kann. Das ist eine Menge. Hab ich mich erschrocken? Nein, hab ich nicht. Diese Scheiße, die ich erkenne inzwischen. Und je häufiger wir auf sie zutreffen, desto weniger Items haben die dabei irgendwie. Als Statue der Chozo-Ältesten identifiziert. Den Überlieferungen der Chozo zufolge dient diese Statue als wachsame Beschützer von Graben. Mälern und Schreinen. Ihre ausgestreckten Hände sind leer, als würde eine Gabe erwartet. Okay. Schöne Gabe. Ein Gegner. Und zwar ein Geist. Die eine ziemliche... die ziemlich nervig sind. Anomalie Chozo-Geist. Spektralerscheinung. Und empfindlich gegenüber natürlichen Energien. Das bedeutet also, alle Energien, alles prallt ab bei den Viechern. Und da diese Viecher noch nicht mal irgendwie Wärme abstrahlen, weil die sind sowieso schon tot. Ja, das liebe ich so an diesen Scheißviechern. Aber das Gute ist, dass man die mit BÄM Power Missiles besiegen kann. Das ist das Gute.
Du komm. Bäm. Lebt natürlich immer noch. Stirb. Ja, Plasma Beam, Ice Beam, Wave Beam, nix kann dieses Viecher anhaben. Na gut. Krabbeln wir mal rein, weil die Hände sind ja, haben wir wirklich eine perfekte Form für unseren Morphball. Und dahinter war irgendwas. Ah, nein, 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 ich hab schon wieder vergessen, meinen Spider-Bug zu aktivieren. Aber dahinter habe ich die Sinnschrift gesehen. Irgendwas wabbelt. Und nochmal, weil es so schön war und Spaß gemacht hat. Bäm. Jetzt bin ich aber nicht so blöd und halte meinen Knopf hier nicht gedrückt. Und uns stehen drei Wege zur Verfügung. Drei Sachen, die wir aktivieren können. Aber ja, wir können nur eins aktivieren, weil lila, weiß, rot, das repräsentiert unsere Beam-Arten, die wir haben. Aber da wir leider bis jetzt nur den Wave-Beam besitzen, können wir natürlich auch nur die lilane Sache machen. So, das Ding haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist keine Speicherstation, sondern ein Missile-Depot, was an, ja, wie der Name bereits erwähnt, alle Missiles auflädt. Werden ein paar Sekunden Millionen Missiles da in den Waffenarm gepumpt. Fertig. Bereit für den Krampf. Jetzt immer wieder die Frage, wie man hier hochkommt. So, okay. Und entfällt das Kräfte, kälteempfindlich zu sein scheint, umgibt diesen Aktivator. Was steht denn da? Ein Feld von wellenförmiger elektrischer Energie umgibt diesen Aktivator. Und je nachdem, welchen Aktivator wir da aktivieren, ändert sich da die Bahn von diesem... von dieser Statue hier, von diesem Ding, was hier gerade hochgekommen ist. Von diesem Ständer, der da gerade groß geworden ist. Sag ich's doch mal so. Blub, 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 blub. Wir schießen hier durch den ganzen Raum durch. Und haben damit diesen Raum beendet, was ziemlich lange gedauert hat. Und wir gelangen somit hinter das Kraftfeld, was wir von hier aus deaktivieren können. Da. Schutzschild außer Betrieb. Vorsicht, in Fensternähe. Das verstehe ich nicht, wieso da auf einmal Fensternähe steht. Ach so, wahrscheinlich, weil wir den ganzen Weg dann wieder gehen müssen oder so. Weiß nicht. Und hier haben wir wieder unsere Kuhköpfe, wo ich mal schon wieder gesagt habe, die ich vergessen habe zu scannen. Steinkröte ernährt sich von kleineren Lebewesen, zum Beispiel einen Ball. So, du dreckige, hässliche Statue. Abflussdeckel, Hellstand. Abwasserstand des Beckens bei 95% gehalten. Ich finde, diese Statue macht einen voll aggro irgendwie. Die provoziert einen voll. Blödes Scheißding. Tschüss! Pliersch. Die ganzen Fische werden eingesaugt. Blutsch. Ja, das hätten wir jetzt auch geschafft. Jetzt können wir also wieder diesen ganzen Becken hier als Halfpipe benutzen. Aber jetzt werden natürlich von so einer blöden... Nein, werden wir doch nicht. Doch, werden wir doch. Also ich habe jetzt noch nie richtig gemerkt, was passiert, wenn wir zu lange dort in dem Magen drin sind. Vielleicht richtet unser Schaden an, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir hier falsch sind. Und diese Tür da benutzen müssen. Und natürlich schießen wir erstmal dagegen, warum nicht? Bam! Unsere nächste Waffe, Ice Beam! Aber der Wolfbeam ist immer noch tausendmal besser, also werde ich die auch weiterhin benutzen. Es sei denn, es gibt Gegner, die mich wirklich gewaltig ankotzen und die eine richtig starke Panzerung haben. Da setze ich den Ice Beam natürlich dann ein, weil es gibt da so eine ganz
interessante Combo mit dem Ice Beam, womit man einen Gegner mit maximal nur zwei Schlägen, egal wie hart er ist, besiegen kann. Jetzt kommt die große Frage. Es gibt hier wieder zwei Wege, den wir gehen können, um irgendwo hinzukommen. Speicherstation C ist aber zugleich auch ein Zugang zu einem Transporter. Und hier ist ein südlicher Verbindungstunnel zum Transporter. Also es gibt wieder zwei Wege. Wo jetzt die Frage ist, welcher ist jetzt wieder der richtige? Ja, also sonst, die Waffe sieht eigentlich auch ganz hübsch aus. So, wo kommen wir hier hin? Nordöstlichen Teil der Talon-Oberwelt. Ja, los, warum nicht? Mal gucken, wo wir jetzt landen. Weil sonst gibt es ja noch einen anderen Transporter, aber ich verwechsel jedes Mal. Ich kann dieses Spiel tausendmal durchspielen. Aber ich kann mir das einfach nicht merken. Bam. Talon-Oberwelt. Mit der Scheißmusik. Geh weg. Ich glaub's ja nicht. Kirsch. Und direkt unter uns sind so wackelnde Pilze. Furchtbar. Ich hasse Champignons. So, und wenn wir da schön durchschießen, dann müssten wir alle erwischen und Missile Container bekommen. Damit können wir 90 tragen. Yeah, oder? 90, genau. Und jetzt kommen natürlich wieder diese scheiß Weltraumpiraten. Der flog schon mal gegen Berg und da ist natürlich noch einer. Stirb und halt die Klappe. Allerdings. Da steht sogar noch so ein Typ rum. Allerdings sind die alle verletzt. Weltraumpirat, Kreatur in Lebensgefahr. Schädeltrauma weist auf Hirnschädigungen hin. Ja. Und theoretisch könnten wir da jetzt rein, weil da ein weißes Viereck bedeutete. Das heißt, eine Tür, die wir nur mit dem Eisbeam öffnen können. Jeder Anfänger, der das Spiel das erste Mal spielt, würde da auch sofort reingehen. Und man kann da sogar ziemlich tief reingehen. Aber ich will jetzt nicht so viel labern. Ich werde euch... Hi, Kumpels! Na, habt ihr mich vermisst? Eigentlich tue ich denen sogar einen Gefallen. Jetzt müssen sie nicht mehr leiden. Aber da drin bringt uns gar nichts. Ihr könnt tief da reingehen, aber dann, mitten in der Mitte der dieser Fregatte, tja, scheiße, es geht nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon der Bug ist. Ihr seht da drin keine Gegner, keinen einzigen. Und es ist auch weiterhin so. Okay, da kommt der Bug wahrscheinlich irgendwann später, wenn wir hier dann wieder hin müssen. Ich werde euch jetzt noch nichts verraten, was ich eigentlich jetzt genau so vor mir hin laber hier. Und hier sind natürlich wieder diese ganzen scheiß Pilze. Auf euch habe ich aber richtig keinen Nerv jetzt. Ich möchte gerne zu unserem Leiter, der hier mal so richtig schön rumschillt. Tick, tick. So, ja, ich möchte abspeichern und Energievorrat und Munitionsvorrat hergestellt. Wir kommen wieder glitzelnd niegelnagelneu raus. Und jetzt gehen wir... Wo gehen wir hin? Höhlen von Magma am besten. Ich habe mir das jetzt nämlich ja so vorgestellt. Als nächstes müssen wir den Gravity Suit endlich mal holen, von dem ich schon öfters mal gelabert habe. Was rammelt der uns? Perverses Vieh.
So viel weibliche Aufmerksamkeit, das Vieh, ne? Na gut. Okay, wir werden als nächstes uns... Ja, den Gravity Soul holen. Der befindet sich in der Eiswüste von Ferdrana. Und wie gesagt, der ermöglicht uns viel besseren... Schwung, viel besseren... eine viel bessere Fortbewegung in Flüssigkeiten. So. Juhu! Runter hier, egal wo wir hinlanden. Wir landen direkt in einer Räuber... Weiß ich nicht, in der Mitte. Eine Bruthöhlengruppe hier. Und zick! Runter, ab geht's wieder zu den Höhlen von Magmoor. Damit kommen wir nämlich am schnellsten hin. Wir waren ja nämlich schon an einer Stelle, wo wir mit den Höhlen von Magmoor runtergegangen sind. Um zu den Ruinen der Chozo? Glaube ich. Auf jeden Fall konnten wir nicht weiter wegen dem Eisbeam. Den hatten wir ja noch nicht. Da können wir jetzt aber lang. Jetzt muss ich kurz gucken, wo das war. Nein, falsche Richtung. Richtige Richtung. Da. Eiswüste von Ferdrana. Da, genau da geht's lang. Da kommen wir dann nämlich nach oben. Dann stehen wir direkt schon vor der Eisbeam-Tür, wo wir nicht rein konnten. Da geht's nämlich weiter. Und jetzt müssen wir natürlich wieder hier rumkrabbeln. Einen auf Spider-Man machen und hier an der Decke rumkrabbeln. Fußball können wir währenddessen nicht einsetzen. Bomben schon. Und es juckt mich nicht, wenn wir jetzt Schaden erleiden. Bam, 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 bam. Einfach jeden einzelnen scheiß Puffer, den man hier sieht, einfach kaputt machen. Kaputt machen! Wo will ich hin? Da geht's lang. Und diese Lava-Mollusken sind immer auch da. Klapper auf. Obwohl das Ding noch gar nicht umgeklappt war, können wir trotzdem schon drauf. Das ist etwas zu voreilig von den Entwicklern gemacht worden. Ja. Da geht es viel auf hier einfach gegen, so, weil ich einfach Lust drauf habe. Diese Viecher könnten wir jetzt sogar mit zwei Schüssen nur besiegen. Wenn der Eisbeam einfach mal treffen würde. Genauso. Einfrieren. Missile. Bam. Ein Schuss. Das ist nämlich der gute Trick hier an der Waffe. Wenn man den Gegner einfriert. Einfach eine Missile hinterher. Und bam. Er zerstückelt seine Einzelteile. Was eigentlich das richtig Gute an dem Eisbeam ist. Und außer langes Rumgelatschen haben wir jetzt eigentlich nichts gemacht hier. Hier ist sogar noch eine Tür, die wir nicht aufgegangen sind. Hier ist eine Speicherstation drin. Die wir auch benutzen werden. Weil einfach. Und hoch geht's. Oh, das ist wunderschön. Ich muss nicht mehr so platt auf meinem Bett hier rumliegen. Ist schon was Schönes. Jo. Hinter uns. Jetzt bekommt die Eiswüsten-Fan dran auch eine andere Musik.
So, Firnspitze. Tja. Da ist ein Tunnel, wo wir wieder, oh nein, zu dieser blöden Forschungsstation gelangen. Ich weiß jetzt, bin mir jetzt nicht sicher, ob wir den oberen Tunnel oder den unteren nehmen müssen. Ich werde jetzt einfach den oberen nehmen. Das war hier richtig. Die Tür müsste ungefähr da sein. Ah ja. Na gut, dann gucken wir mal. Durchgang zum Kristalldom. Ja, hier sind wir richtig. Oh, die Musik weckt irgendwie alte Erinnerungen. Weiß nicht. Lass das. Natürlich kommt dieses Drecksvieh auf einmal von hinten. Du kannst mich jetzt mal. Oh, dort fliegt hier noch. Mantarochen. Segelgleiter. Aber das sind freundliche Lebewesen, die können ja sogar einfrieren. Aber es bringt nichts. Das sind unverwundbar, die Viecher. Erstmal holen wir uns jetzt hier erstmal wieder so ein paar Eiszapfen runter. Weil hier schon wieder eine nächste Speicherstation in der Nähe ist. Das weiß ich noch. Kaum zu glauben, aber wahr. Ich war der Meinung, die Speicherstation ist hier drin. Genau. Es gibt auch wieder 1000 Speicherstationen in der Nähe. Die letzte war gerade erst vor 3 Räumen oder so. Das war die unten in der Magmahöhle. Na, schaffen wir aber. Ich dachte, jetzt würde ich darunter fliegen zum Eis. So. Das sieht eigentlich ganz schön aus hier. Aber wir hauen da einfach mit Turbo-Tempo durch. Ja, natürlich fliegen wir wieder diese fliegenden Mistgeb-Arschgeigen. Bam, bam, bam. Ihr braucht nicht, um euer Leben zu kämpfen. Ich beende es sowieso. Juhu! Oh. Hi. Klappe auf. Wenn ich bitten dürfte. So. Das ist ein Jelzep. Nicht so, glaube ich. Jelzep, genau. Unterwasserräuber, dessen Gelenke elektrisch miteinander verbunden sind oder sowas, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann es dieses Ding anziehen. Und wenn wir dem Vieh dann zu nahe kommen, haut er uns mit so einem elektrischen Stoß weg. Ich finde diese Viecher recht unheimlich, ein bisschen. Kaum zu glauben, dass diese Viecher unter Wasser schwimmen können. Und hier ist irgendwie jedes scheiß Vieh elektrisch. Stalaktiten. Dort schwimmen auch schon wieder diese blöden Viecher drin rum. Allerdings haben die ihren Platz nicht besonders klug ausgewählt. Eins. Zwei. Und der hat, der einzigste, der relativ klug seinen Platz gewählt hat. Der einfach da drin rumschwimmt. Dass er uns angreifen könnte, falls wir da so doof sind und ins Wasser fallen. So. Sind wir hier richtig? Abstieg zum Gravitationssee. Genau, hier sind wir richtig. Das sieht geil aus irgendwie. Recht kühle Umgebung hier. Und der Gravitationssee. Hier befindet sich auch eine Menge Scheiß. Unter anderem riesige Unterwassertentakel, die aus dem Boden ragen. Okay.
Wasserranke. Die sind schwer verwandt mit den Sensenranken aus den Ruinen der Chosen, die aus der Wand rausgelotzen. Ja, ich find's scheiße, weil Spielstufe-Experte kann man die nicht mit einem Kill besiegen. Das sind extra zwei Schläge. Weg. Die kann man sogar, glaube ich, auch so sehen. Da unten ist Lava. Richtig geil. Wow, der hat sich gerade richtig schön nach oben teleportiert. Ja, der klatscht uns nochmal eine. Aber die hinterlassen ziemlich viel Körperwärme. Jetzt muss ich kurz gucken, wie kommen wir da hin? Gravity Suit! Yeah! Also irgendwie sieht dieses Visor geil aus. Wow! Wie schnell hätten wir uns hier gerade angezogen? Bam! Und unser zweiter Suit. Und natürlich kommt mal wieder diese lange Szene hier. Ich finde, der sieht ein bisschen scheiße aus. Der andere sah besser aus. Aber nicht nur, dass wir uns nun schneller bewegen können, sondern können wir unter Wasser nun sogar besser gucken. Die Sicht wird aber auch noch besser. Die Bewegungsfähigkeit in Flüssigkeiten wird durch diesen Anzug stark verbessert. Zusätzlicher, okay, blablabla. Aber trotzdem können wir jetzt sogar besser unter Wasser besser gucken. Und jetzt sind wir hier unter Wasser. Juhu, genauso schnell als wie auch, ja, oberhalb. Endlich hat es ein Ende mit dem endlosen Umhergewandere, wie ob man hier auf dem Mond wäre. Hier sind Fische eingefroren. Und wir können hier raus aus dem Pisswasser. Hä? Wobei das irgendwie aussieht teilweise. Wie geil aus das Wasser. Naja. Das sieht geil aus. Das Eis dieser Stalaktiten beinhaltet viele unterschiedliche mineralische Ablagerungen. Eines der entdeckten Minerale weist auf Staubpartikel einer vulkanischen Gesteins auf. Diese Schicht bewirkt zwar eine hohe Stabilität gegen Erschütterungen und ballistischen Schuss, wird aber Einsatz von Hitze schnell instabil. Ja. Also viel wie Plasma-Beam gegenschießen. Weil hier natürlich dann auch wieder ein bisschen Container. Oh. Laden wir einmal die Powerbomb auf. Bam! Wow, die da lässt aber eine Menge Energie. Das sieht auch nicht schlecht aus hier unten. Auch wieder Fische so eingefroren. Aber was ich richtig geil finde, ist, wie tief das da geht. Man kann den Grund gar nicht mehr sehen. Das ist geil. Schade, dass man da nicht mit dem Plasma-Beam aufschießen kann. Und natürlich sind jetzt hier auch wieder diese fliegenden Arschgeigen, die komischerweise vorher noch nicht waren. Glaube ich zumindest. Aber jetzt gucken wir mal, was hier ist. Und in der nächsten Speicherstation müssen wir auch wieder abspeichern. Weil wir haben schon wieder 34 Minuten gespielt. Ich gehe doch sterben, ey. Mal im Ernst. Wir aktivieren jetzt einfach unseren Wave Buster. Eins. Zwei. Ich sag ja, so ist es einfach. Aber wir haben schon durch diese
paar Sekunden eine Menge Missile verloren. So geil wie die Attacke ist, der so viel für eine Missile verbraucht sie auch. Du kannst mich mal. Energie für uns. Oh, ich muss mal kurz mein Headset kurz mal abnehmen. Weil irgendwie. Ugh, ja. Aber jetzt geht's erstmal wieder. Da geht's. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da müssen wir gar nicht mehr hin. Doch, da ist eine Speicherstation. Aber da geht's zu den Höhlen von Mackenmoor, da können wir also auch abspeichern. Und weil wir da auch hin müssen, gehen wir einfach noch weiter. Noch höher! Hoch hinaus! Hoch höher am höchsten! Am hohsten! Am haarsten! So, jetzt. Oh! Ups! Okay, es geht noch weiter höher. Das war erst die mittlere. Die mittlere Etage. Und jetzt sieht unser Ball auch anders aus durch den Gravity Suit. Jetzt sind wir so blau, schimmernd. Das sieht vielleicht nicht schlecht aus. Und unsere Hand an unserem Power Beam ist natürlich jetzt auch anders. Ist jetzt auch so blau lila. So, und wieder auswechseln. Und hier ist nur eine Icebeam-Tür, nur um uns aufzuhalten, dass wir da nicht lang gehen sollen. Also, tsch. Runter geht's. Und da erwartet uns natürlich dann auch direkt eine Speicherstation, wenn wir uns, glaube ich, nach hinten drehen. Und da speichern wir ab. Ja. Oh, 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 meine Augen fallen noch langsam zu. Ich habe 2 Stunden geschlafen. Insgesamt. 4 Uhr ins Bett, 4 Uhr eingeschlafen und um 6 Uhr war ich wieder wach. Morgens. Dann auch zur Arbeit. Boah. Die klappen mir echt meine Augen zu. Wir haben es schließlich 1.48 Uhr. Sieht auch nicht schlecht aus. Das verstehe ich nicht. Das ist gerade ein bisschen unlogisch. Das ist richtig. Hier ist es falsch. Hier ist... irgendwie alles voller Lava oder so. Aber hier wird voll alles kalt angezeigt. Na gut, außer da drunter. Da stimmt es. Nein, können wir nicht. Na okay. Ich spende. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Part. Was für ein Part war das jetzt eigentlich? Ich glaube 6 war das jetzt. Dann geht's also nächstes Mal mit Part Nummer 7 weiter. Bis dahin.